Lieben, wir machen heute ein wirklich sehr schnelles Rezept. Ich weiß nicht, ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt zeigen soll, weil es so einfach ist. Aber ich hatte ja schon mal erwähnt, manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Sachen. Falls ihr das nicht kennt, dann schaut euch das an. Das werden jetzt so Baguette-Brötchen, die so belegt werden wie eine Pizza. Und ich zeige euch heute die einfachste Version. Ihr könnt natürlich alles Mögliche an Belag nehmen. Ich habe jetzt nicht mehr viel zu Hause und wollte nicht extra einkaufen gehen. Deswegen werde ich nicht viel draufpacken können. Aber dafür brauchen wir jetzt Baguette-Brötchen. Ihr könnt auch ganz normale Brötchen nehmen oder, also ich habe jetzt diese Aufback-Baguettes da. Ihr könntet aber natürlich auch altes Brot oder alte Brötchen von daheim nehmen. Also ihr braucht jetzt kein Aufbackbrot dafür. Dann habe ich hier ein bisschen Sucuk, dann habe ich hier so Putenwurst. Ich werde jetzt zum Beispiel keine Tomatensauce machen, sondern der Schnelligkeit halber mache ich auf die Baguette-Brötchen immer Tomatenmark drauf und gebe später ein paar Gewürze drauf. Ihr könnt natürlich auch eine Tomatensauce herstellen dafür. Dann brauchen wir etwas geriebenen Käse und an Gewürzen habe ich hier etwas Knoblauchpulver, Oregano und ein bisschen Salz. Ihr könntet natürlich auch noch alle anderen Gewürze nehmen. So, und los geht's jetzt mit der Zubereitung. Dafür müsst ihr eure Brötchen einmal aufschneiden und müsst die jetzt hier einmal mit dem Tomatenmark einstreichen. Das mache ich hier mit so einem Buttermesser. Ihr könntet auch Paprikamark nehmen, machen wir auch sehr gerne. Manchmal mischen wir auch einfach Tomatenmark und Paprikamark, schmeckt auch gut. So, und dann würze ich die Brötchenhälften jetzt. Dafür gebe ich ein bisschen Salz auf jede Hälfte. Dann etwas Knoblauchpulver. Also in dem Fall benutze ich gerne Knoblauchpulver, einfach weil es schnell geht und sich einfacher verteilen lässt. Und noch etwas Oregano. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Champignons oder Mais oder irgendwas anderes, Zwiebeln und so habt, könnt ihr die natürlich jetzt noch drunter packen. Könnt es aber natürlich auch ganz anders gestalten vom Aufbau her. So, und dann lege ich jetzt hier meinen Sucuk auf die Baguette-Hälften. Und die anderen mache ich mit Putenwurst. Und jetzt kommt einfach nur noch unser Käse drauf. Und ich würde sagen, zwei Baguette-Brötchen eignen sich für eine Person. Dann hat eine Person vier solche Hälften. Es kommt halt immer drauf an, wie viel ihr braucht, um satt zu werden. Wenn mein Mann und ich Hunger haben, dann schaffen wir auf jeden Fall pro Mann vier solcher Hälften hier. Heute mache ich nur welche für meinen Mann, weil ich habe in den letzten Tagen ein bisschen zu viel geschummelt mit und konnte meine Diät nicht weiterführen. Habe auch wieder ein Kilo zugenommen. Und deswegen muss ich jetzt wieder ein bisschen kürzer treten. Und so kommen meine Baguette-Hälften jetzt, wie gesagt, in den vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 5 bis 8 Minuten. Die müssen goldbraun werden und leicht knusprig und dann sind sie auch schon fertig. So, und fertig sind jetzt unsere Pizza-Baguettes. Wir servieren gerne eine Suppe und einen Salat dazu und dann gibt es meistens noch Eidern oder Cola halt. Passt immer am besten. Also das wäre jetzt mein Serviervorschlag für euch. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!